wird, was wir so im Herzen empfinden. Nun möchte ich zu einem Grußwort einladen von einer Person, die nicht durch eine Position bekannt ist, sondern durch das, was sie bewegt hat. Diese Person ist 1996 Pfarrer in der Friedenskirche Jenfeld geworden. 2006 hat diese Person die Berliner Arche, einen Ableger, gegründet, hier in Hamburg, eine christliche Institution, die sich um vernachlässigte Kinder kümmert. Diese Person ist stellvertretend in der Gemeinschaft für Hamburg und 2011, das müsst ihr mal auf der Zunge ergehen lassen, wurde die Person als Hamburger des Jahres gewählt. Heftig. Von Anfang an war diese Person, ich weiß gar nicht, wovon, ihr wisst noch gar nicht, von wem ich rede, ne? War diese Person auch Motivator für die Stadtinsel. Es gab da Gespräche auch, die uns geholfen haben. Genau, also begrüßt mit mir Thies Hagel. Willkommen. Danke. Danke, danke. Ja, Hamburger des Jahres, 6 Jahre her. Ich arbeite jetzt am Big Mac des Jahres. Okay, lieber Ulf, du bist ein Hamburger Held, hat die Morgenpost geschrieben. Und das ist wahr. Liebe Mitarbeiter der Stadtinsel, liebe Unterstützer und Freunde, vielen, vielen Dank, was ihr für benachteiligte Kinder, Jugendliche und Erwachsene, was ihr für unsere Stadt Hamburg tut. Und das jetzt schon seit 10 Jahren und es wird immer mehr und es bringt immer mehr Frucht und hat Auswirkungen. Braucht es das eigentlich in einer Stadt wie Hamburg, die doch reich ist? Ganz sicher. Was ihr schon vor 10 Jahren, du hast es eben erzählt, gemacht habt, ist, Kinder von Flüchtlingen, von Asylbewerbern einzuladen. Und da ist ja mittlerweile eine noch viel größere Zahl von Menschen, die unsere Hilfe brauchen. Und ich habe eben dieses Bild da angeguckt von einem Flüchtlingskind. Da sieht man ein Schiff, ein kleines Schiff auf dem Meer mit einer großen Welle, die da kommt und die droht, das Schiff unter Wasser zu drücken. Und da oben, ich weiß nicht, ob das Vögel sind oder irgendwas Dunkles, was da in der Luft ist. Und es ist toll, wenn ihr mit euren Mahlräumen in Flüchtlingsunterkünften Kindern die Gelegenheit gebt, das, was auf ihrer Seele ist, auszudrücken und einfach Zeit für sie habt. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, dass diese Kinder, die ganz viel Chaos und Krieg und Gewalt erlebt haben, dass die so einen Ort des Friedens finden, wo sie plötzlich ankommen, wo sie wissen, hier bin ich gewollt und hier haben Leute Zeit für mich. Und Stadtinsel, diese Metapher wird dann wirklich wahr. Eine Insel in dem wild bewegten, gefährlichen Meer des Lebens, wo sie ankommen und wo sie sicher sind. Das ist ganz, ganz toll, eine ganz, ganz wichtige Arbeit. Und es sind nicht nur die Flüchtlinge. Also wenn wir uns mal die Deutschen angucken, da gibt es auch viele Kinderarmut. Ist ja längst kein Thema für Insider mehr, sondern die Politik redet davon. Wir erleben das, dass Kinder oft schon über Generationen in Familien leben, in denen nicht gearbeitet wird. Tante lebt von Hartz IV. Und Omi hat auch schon von der Sozialhilfe gelebt und Papa geht auch nicht arbeiten. Warum soll ich denn arbeiten? Oder ich werde auch Harzer, so wie die anderen in meiner Familie. Und sie kennen das gar nicht anders und sie wissen gar nicht, dass es andere Möglichkeiten gibt. Und es ist so wichtig, Kindern Perspektiven aufzuzeigen und ihnen Mut und Hoffnung für die Zukunft zu geben. Und das macht ihr. Und manchmal geben Eltern dann solche Erfahrungen wieder, die sagen, ich habe es ja auch nicht geschafft und du, Kind, wirst es auch nicht schaffen, du bist nichts, du kannst nichts, genau wie ich, aus dir wird nie was werden. Und manche Eltern, die sagen dann noch, übrigens, dass du geboren worden bist, das war ein Unfall, das war ein geplatztes Kondom, du warst eigentlich gar nicht gewollt. Und das ist eine Bürde, das ist eine Last, die auf vielen Kinderseelen liegt. Und da ist es toll, wenn ihr da seid. Und du hast es eben genauso ausgedrückt, du bist gewollt. Und es ist gut, dass du hier bist. Und dann auch manchmal, es gibt sogar einen, selbst wenn dein Papa sagt, du bist ein Unfall, es gibt einen Vater im Himmel, der sagt,
ich habe einen tollen Plan für dein Leben und ich freue mich an dir. Super, dass du da bist. Und Kinderseelen nehmen das manchmal auf wie ein trockener Schwamm das Wasser. Und das ist so wichtig, dass es Leute gibt, die Kindern genau das sagen, die ihnen Perspektiven geben, die verlässliche Leute sind für sie. Kann sich fragen, ist das nicht doch ein Tropfen auf dem heißen Stein? Du hast eben gesagt, wir machen 2-3 Stunden die Woche was. Und all die anderen Stunden in der Woche, was ist denn da? Bringt das überhaupt was? Ich bin der festen Überzeugung, es bringt ganz, ganz viel. Du hast vom Unterschied machen gesprochen. Jawohl, das macht einen Unterschied. Ich lerne manche Leute erst kennen, wenn ich sie beerdige. So als volkskirchlicher Pastor ist das so. Und einmal hatte ich zu tun mit einer Frau, die war gestorben an Drogen, also an ihrer Drogensucht. Die war Prostituierte und die sollte ich nun beerdigen. Und das Beerdigungsgespräch, das führte ich mit ihrer Schwester. Und diese Schwester, die kam auch aus meinem Stadtteil Jenfeld, lebte aber jetzt in Bayern und war verheiratet und hatte einen Beruf und hatte 2 Kinder und machte einen ganz fidelen Eindruck. 2 Schwestern, die sich so unterschiedlich entwickelt haben. Ich sagte, was ist denn der Unterschied bei euch gewesen? Und sie sagte, ja, also unsere Kinderzeit war die Hölle. Unsere Mutter war schon Prostituierte. Der Vater, den haben wir gar nicht kennengelernt. Das waren dann immer unterschiedliche Männer. Und es war schlimm. Aber wir hatten eine Großmutter. Und meine Schwester ist zu der nie hingegangen. Ich weiß nicht warum, aber ich bin einmal im Monat bei dieser Großmutter gewesen, Sonntagnachmittag. Und die hat mir gesagt, dass sie mich lieb hat. Und die hat Zeit mit mir verbracht. Und die war es, die hat mir Hoffnung gegeben. Von der wusste ich, man kann auch ganz anders leben. Und die hat mir gesagt, dass ich was wert bin. Und ich habe es trotzdem nicht ganz einfach gehabt mit all den Erfahrungen, aber ich habe es geschafft, wegen Omi. Und ich habe mal mit dem, durch Zufall habe ich mal den Professor Schulte-Markwort, dem Leiter der Psychiatrie in St. Georg, ne? Nee. Ja, gut, genau. Mit dem habe ich über die Geschichte mal gesprochen und er sagte, genau, das ist so. Die Kinder, die so eine Resilienz entwickeln, die trotz schlechter Chancen es packen, das sind ganz oft Kinder, wo eine Person gewesen ist, die sich in die Kinder investiert hat. Und wenn es auch gar nicht viel Zeit war, aber das war eine Person, die verlässlich da war und die ihnen gezeigt hat, du kannst auch ganz anders leben, die ihnen Hoffnung gegeben hat und Kraft. Und genau solche Omis seid ihr. Und ich bin ganz sicher, hast dich gut gehalten. Und ich bin ganz sicher, dass ihr in diesen 10 Jahren schon viele Kinder wirklich buchstäblich gerettet habt. Und vielen Kindern vieles erspart habt. Und das ist so wichtig und so zu bewundern. Vielen, vielen Dank dafür. Ich habe im Internet, jawohl. Ich habe im Internet gelesen, irgendein Chef von Fördern und Wohnen hat gesagt, was bei euch so faszinierend ist, das spürt man, und er wusste nicht genau, woran es liegt, anders als viele andere soziale Aktivisten, die in den Bereichen tätig sind, bei euch spürt man Beziehung und Nähe zu den Leuten. Und das scheint euer Geheimrezept zu sein. Beziehung und Nähe aufzubauen, verlässlich da zu sein. Und das hat Wirkung. Nun frage ich mich, warum macht ihr das? Also, ich sag mal, Beziehung und Nähe zu Kindern, die oft traumatisiert sind, zu Jugendlichen, die oft Drogenprobleme haben, zu Erwachsenen, in deren Leben manchmal schon so viel verkorkst ist. Und ich weiß, viele Christen ganz unterschiedlicher Konfessionen gibt es in jeder Kirche, die haben eigentlich keine Lust auf Leute, die nicht so zu ihnen passen. Die bleiben lieber unter sich und hören sich tolle Orgelkonzerte an und finden es toll, dass sie da mit feinen Menschen zusammensitzen. Und bilden so einen Kuschelclub der Erretteten. Da sind sie unter sich, da werden sie nicht gestört. Und die böse Welt bleibt draußen und drinnen ist fast schon Himmel. Und keiner hat was davon, dass es diese Leute gibt.
Und ihr habt euch inspirieren lassen, es anders anzupacken. Und ich glaube, ich weiß von wem. Ich habe nämlich in meiner Bibel drei Verse gefunden. Da wird über die Begegnung von Jesus mit einem Aussätzigen erzählt. Ich lese das mal kurz. Das ist Markus 1, Abvers 40. Es kommt ein Aussätziger zu Jesus, bittet ihn und kniet nieder. Und aussätzig, das ist so eine üble, ansteckende Hautkrankheit gewesen. Die hat den Menschen, hat den ganzen Körper ruiniert. Also man ist da wirklich schwer krank gewesen. Und die war nicht heilbar zu der Zeit. Der kommt also und kniet nieder vor Jesus und spricht zu ihm, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Nun muss man wissen, es gab im Alten Testament das Gesetz, die darfst du nicht anfassen, die Aussätzigen. Und das war kein Mobbing, dieses Gesetz, sondern es war eine reine Schutzmaßnahme, weil wer die anfasste, der kriegte das auch. Es gab dieses Gesetz, du darfst sie nicht anfassen. Und Jesus war innerlich bewegt und er streckte seine Hand aus. Er rührte ihn an und spricht zu ihm, ich will, sei gereinigt. Und sogleich wich der Aussatz von ihm und er war gereinigt. Bei Jesus ist das umgekehrt. Da steckt sich der gesunde Jesus nicht bei dem kranken Aussätzigen an, sondern da steckt sich der kranke Aussätzige bei Jesus an und wird gesund. Und genau das habt ihr gewagt. Ihr habt den Mut gehabt zu Nähe und Beziehung. Ihr habt Leute umarmt, ihr habt Leute zu euch geholt, ihr habt Leute in eure Treffs geholt, sogar in die Gemeinde. Und es ist bei so vielen genau das passiert. Ihr habt euch nicht bei denen angesteckt. Mit den Übeln dieser Welt, mit den Nöten, die Menschen nun mal plagen, sondern viele haben Besserung erfahren, viele haben Hilfe erfahren. Vielen ist es dadurch sehr viel besser ergangen. Das Prinzip von Jesus, das funktioniert heute noch. Also, im Namen von GFH, Gemeinsam für Hamburg, das ist so ein Netzwerk von christlichen Gemeinden, übergemeindlich, ökumenisch, das mit Gemeinsam für Hamburg auch ausdrücken will, wir wollen zusammen was für die Stadt machen. Und ihr seid so eine Speerspitze von Gemeinsam für Hamburg, weil ihr ganz viel für die Stadt macht. Im Namen von Gemeinsam für Hamburg, im Namen der Arche und Tobias Lucht, der Leiter der Hamburger Archen, der wäre auch gerne hier gewesen, kann das nicht, lässt euch aber noch ein Geschenk nachkommen. Und als jemand, der in Jenfeld Pastor ist, in einem sozialen Brennpunkt und weiß, wie wichtig so eine Arbeit ist. Und als Hamburger Bürger sage ich euch herzlichen Dank, wirklich von ganzem Herzen. Gottes Segen und viel Kraft und Erfolg für die Zukunft. Vielen Dank. Vielen Dank.